So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Arafel. Jetzt nachdem ich, Moment, möchte sofort fahren? Nein. Lita hat jetzt Level 18, Seri Level 13. Ich hoffe, das reicht jetzt endlich. Bei Lita bin ich, glaube ich, nochmal ein bisschen auf Angriff gegangen. Einfach aus dem Grund, dass wenn die Tentakel die Serie angreifen, da brauche ich ja den Mehrfachschuss. Und damit ich wirklich alle Tentakel mit einem Schuss töten kann, habe ich jetzt einfach noch ein bisschen Ali gemacht. So, und bei Seri bin ich, glaube ich, auf Magie gegangen. Und auch ein bisschen auf Verteidigung. Wow, was für ein schöner Raum. Wow, cool, kämpf endlich mit uns. Warum habe ich eigentlich nicht es gibt Cutscene, gab es ja auch als Option. Okay. La 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 la, ja, Vampirlord. Ja, schöne Gläser da hinten, ja. Oh ja, der ans Ring, okay. Ja, wir sind immer noch, ja, okay, wir werden nicht töten. Bei Lita bin ich, glaube ich, auch einmal noch auf Verteidigung gegangen. Ich glaube, einmal Angriff, einmal Verteidigung. Naja. Ja, der Elfenschrein. Ich hätte es überspringen sollen. Aha, ja. Oh. Also, so geht's los. Es sind so wenige von meinem Volk übrig. Mensch. Das Artefakt der Kraft. So, Kampf. Jetzt gebe ich euch eine letzte Chance aufzugeben. Nee, Mann. So, ja, Lita sucht die Schwäche. Viel Agility. Agility, ja. Gegen Erde und Luft. Immun gegen ihre Statusbeeinflussung. Stein und Schock. Das ist auch schwach gegen ihre heilige Magie. Okay. Autokampf. Der gute alte Autoboss-Fight. So. Oh, er macht einfach gar keinen Schaden. Perfekt. So. Habe ich Tränke gemacht? Ich weiß es nicht. So, wir geben ihm auf jeden Fall einmal einen Holy Arrow rein. Und Serie. Kann sie silenzen? Nee, geht ja nicht. Ist ja. Ach, verdammt. Ja, Elemental Burst. Ich warte noch mit dem. So, Lichtwurm, 143 Schaden. Vampirbiss. Hat er das schon mal gemacht? Erinnere ich mich gar nicht dran. Okay. Ich brauche dich am Leben, Lita, nicht deinen Freund. Bachmann hat mir eine Nummer von Tricks, ja, und sie kann jetzt nicht angreifen. Aha, was ist das? Ah, magische Ding. Ja. Miese Fähigkeit. So, kann ich überhaupt was? Ich kann gar nichts an. Ah, doch, jetzt, Lita. So, Litas ist nur ein Binding. Den kriegen wir wahrscheinlich mit einem Pfeil weg. Oh, 156, schön. Und seine Angriffe bringen einfach nichts. Okay, so, Lita greift ihn normal an. So, jetzt kurz ein bisschen Mana sparen. Ja, jetzt kommt der nächste Tentakel. Seri könnte doch noch ein klein bisschen was auf Verteidigung gebrauchen. Also, wenn Seri durch die Tentakel gefesselt ist, dann scheint er uns nicht anzufokussieren. Naja, du greifst weiter in Seri an, du Schwein. Na toll, nächster Tentakel. Eisblast. Auf sie! Boah, ist der scheiße, Mann. So, das dritte Binding. Oh. Okay, das ist noch da. Dann nochmal. Bevor Seri stirbt. So, jetzt sollte aber so langsam jetzt die Zeit kommen, wo Seri wieder aufstehen kann. Ich gebe ihr mal einen Life Potion. Ja, du hast magischen Ketten zerstört. Genau, Spell 1. Lightning. Pew. Ja, er macht diese weiterführenden Attacken. Komm, ich drücke ihm einfach ein bisschen Damage rein. 2000 Leben, das ist ja eigentlich an sich nicht viel. Sofern er jetzt nicht so einen Revive-Zauber macht, der ihn wieder komplett heilt. Nehmen wir mal Erde. Nee, Luft scheint mir doch effektiver zu sein. Oh, ich bin beeindruckt. Okay, und jetzt kommen meine 10.000 Tentakel. Gleich. So, Spell 1, Lightning. Ja, jetzt kommt dieses Resurrect. Was ist denn das für eine Scheiße? Multishot. Was? Die haben alle überlebt? Och nö. Ja, und sie ist down. Ja, klasse. Und jetzt kommt der noch mit Blizzard. Was soll denn das? Lita. Scheiße, sie kann kein Multishot. Och nö.
Ach nö. Ja, jetzt stirbt sie. Komm, das ist doch einfach unfair. Vita hat immer noch nicht genügend. Warte, Items, Mana. Ja. Brauche ich jetzt. Au. Sie lebt noch? Okay. Sie lebt bald nicht. Darf ich mal angreifen, bitte? Multishot. So, bitte alle Bindings weg. Scheiße. Ja, und die kriegt's halt noch rein. Genau. Ich gebe mal den Dreier Life Potion. Ich probiere es einfach. So, Lita. Wie kann man diesen Ob in der Mitte kaputt machen oder nicht? Spell One. Komm, ich gebe den Elemental Burst rein. Jetzt schon. So, 305 Schaden. Lita gibt ihm gleich noch einen Holy Arrow. Oder muss ich die Tentakel eigentlich ignorieren? Kann das vielleicht auch sein? Holy Arrow. Pew! Bam. 100 Schaden. Na, und der belebt sich wieder, genau. Das ist doch dämlich. Weißt du was? Ich geh mit Lita einfach auf Angriff. Fertig. Lass mal Seri sterben. Vielleicht bringt's was, vielleicht auch nicht. So, ja, ja. Seri. Was? So schnell schon, okay. Seri ist einfach tot. Aha. Weil dann haben die Tentakel nichts zum Anvisieren. Das Ziel ist tot. Und er sagte, er musste nur Seri erledigen. Also gibt man ihm jetzt einfach so die Schadenspunkte rein. Probieren wir es einfach so. Skill. Geben wir noch einen Holy Arrow rein. Ist aber schon ziemlich mieser Bossfight, dass man seinen Partner sterben lassen muss. Blizzard, ja, ja. Komm, viele hält's nicht mehr aus. Ja, ja, die machen ja eh keinen Schaden. Okay, wenn er jetzt nochmal so ein Konse... Ja. Dann gebe ich dir nochmal einen Holy Arrow. Kapiu! Dann heile ich mich gleich. Ja, jetzt heile ich, oder? Ah ne, einer geht noch. Komm, Vita, Angriff. 156 mit einem normalen Angriff. Solange er keinen Blizzard macht, ist eigentlich alles okay. Ja, 60. Vampirbiss, oh nö. Okay, spätestens jetzt brauche ich nochmal... Oh. Ich habe mir doch Potions Ich habe mir doch extra Potions gemacht für den Kampf. Gott, bin ich dämlich. Naja, du machst deine weiter Dings-Attacken. Hätte ich vielleicht einsetzen sollen. Lita-Angriff. Der hält zu viel aus. Nochmal so ein... Ja, komm, nochmal. Holy Arrow. Ja, er macht keinen Revive, wenn Dings am Boden liegt. Klasse. Vampirbiss. Au. Okay, noch einmal Life Potion. Okay, also das Einzige, was jetzt noch stört, ist der Vampirbiss. Den können wir aber outdamagen, weil er macht nicht jede Runde ein. Er geht meistens auf die... Ja, auf die Attacken. So, piu. Bitte kein Vampirbiss. Bitte, danke. So, Skill, Holy Arrow. Piu. Ich hätte auch den Elfenfokus eigentlich noch machen können. Naja. Oh, wie viel hält denn der aus? Der hat doch nur 2000 Leben. Ich glaube, ich scanne den kurz. Scout. Mhm. Hä? Der hat immer noch 772? Ach du Scheiße. Das kriegen wir nicht hin. Der hat sich selbst mit dem Revive voll geheilt. Weil Seri hat ja mal 300 Schaden reingedrückt. Wir drücken die ganze Zeit Schaden. Das kann nicht sein, dass er so viel krass viel Leben hat. So, hier, nimm einfach Schaden. Komm, komm, stirb einfach. Komm. Ja, Blizzard, dann sterben wir. Komm. Ist mir egal.
hängt. Komm halt's Maul. Nein, hör auf. Lass es. Geh einfach sterben. 157. Perfekt, das wollte ich sehen. Jetzt wird's knapp. Holy Arrow gegen, ich weiß nicht, da wird er auch überleben. Der hat noch so viel Leben. Ja. Vampir bist, zack, tot. Hey, schon wieder. Ach komm. Okay, aber ich weiß, es ist eine Strategie. Bei dem Kampf. Also Serikesu macht einfach am Anfang so viel Schaden wie möglich und dann darfst du sterben. Fertig, ist erledigt. Bin ich zufrieden mit. So, und dann auf jeden Fall haben wir ja noch die ganzen Tränke. So. Ja, ich will aber keine Cutscene. Ach schade, doch, okay. Ich wollte gerade sagen, die Schwäche zeigt es nicht mehr an. Aber tut's doch. So, Kampf. Die gute Lita nimmt sich erstmal ein... Ach scheiße, wir haben ja gar keinen Potion of Attack. Meins brauchen wir eigentlich gar nicht. Obwohl... Nee, komm, wir nehmen die Potion of Defense. Sie macht Elemental Burst und dann darf sie sterben. So, mach bitte viel Schaden. Ja, es geht. Ja, ja, geh auf Seri. Seri ist nur die Zielscheibe, das hat er nicht bedacht. Ja, ja, jetzt kommt sein Dings. Baramon hat es dir beigebracht, ich weiß. Ja, ja, magische Ketten. Oh nein. Ja, ja. Ja, der Orb ist unverwundbar. Gut. Ne, dann geben wir den Holy Arrow in die Fresse. Peng. So. Wir sollten die Tränke noch haben, oder? Oh. Wir haben die Tränke, okay. So, Lita greift aber ganz normal an. Seri darf am Boden chillen. Ja, ja, da kommt der zweite Tentakel. Das ist in Ordnung. Du hast keine Chance gegen uns. Wir haben so eine schöne Verteidigung. Das ist einfach thick skin. Du kommst da nicht durch. So, Lita. Och, nächster Holy Arrow. Piu. Ein spannender Bossfight. Oh nein, ein dritter Tentakel ist aufgetaucht. Wann stirben die endlich? Vorhin ging das extrem schnell. Und jetzt? Jetzt lassen die sich Zeit. Okay, so, mir reicht's. Ach Mann! Ich dachte, er fokussiert sich jetzt auf Seri. Weißt du was? Wir machen... Potion of Mind auch noch. Dann haben wir A, ein bisschen noch magische Verteidigung und B, haben wir noch ein bisschen mehr Schaden auf den Holy Arrow. Oh nein, sie ist gestorben. Ja, Lita, komm. Hä, nein, sie lebt noch? Sie überlebt es? Okay. Cool, freut mich. Lol. Okay, ich habe echt nicht gedacht, dass sie das überlebt. Ich dachte, sie stirbt jetzt. Gut, dann können wir ihm noch ein Lightning-Ding reingeben. Aber dann wird er gleich reviven. Wäre vielleicht doch besser, wenn Seri gestorben wäre. So eine Scheiße. Ja, ja. Halt's Maul. Piu. Ja. Resurrect. Hey, cool. Spaßig. Jetzt stirbt's aber. Gibt's hier nicht so eine Fast-Forward-Option? Also, wie macht Blizzard? Macht schon weniger Schaden, okay. Aber wegen dem Defense-Trank macht... Selbst wenn wir den Blizzard-Effekt auf uns drauf haben, machen seine Dings-Attacken keinen Schaden mehr. So, jetzt ist Seri tot. Und dann müssten die Bindings vielleicht auch weggehen? Oder auch nicht? So, und jetzt darf ich nochmal Schaden drücken. Toll. Skill, Holy Arrow. Aber vergleichsweise ist das hier echt ein verdammt schwerer Kampf. Wenn wir scouten, dann... Ja, jetzt hat er noch ein bisschen über 1000. Hätte er sich nicht geheilt, wäre alles okay. Okay. Aber vergleichsweise ist das hier echt ein richtig scheiß schwerer Bossfight. Dass man da drauf kommen muss, dass wir Seri nicht wiederbeleben dürfen. Weil er sonst sich eh bis in die Unendlichkeit hochheilen würde. Wenn die im Spiel auch noch sagen, greift die Tentakel an, um sie zu befreien. Obwohl das ja eigentlich nur ein Bait vom Spiel ist, weil man kommt ja nicht frei. Was? Der macht trotzdem nochmal Resurrect?
Hey, wie sollen wir gegen den gewinnen? Row? Aber wir können uns nach hinten stellen. Was sollen wir denn da machen? Hä? Ach du Scheiße. Ja, sie ist jetzt nochmal tot, ist okay. Wieso kann der nochmal resurrecten? Och nö. Da bringen alle Tränke nichts, das ist doch einfach dämlich. Warum gibt man dem Boss, der 2000 Leben hat, eine Fähigkeit, sich immer wann er will, um 1000 zu heilen, und dann hat er noch eine andere Heilungsfähigkeit, plus einen Debuff, plus Tentakel, die einen komplett ausschalten aus dem Team, und wir sind nur ein Zweierteam. Der Kampf ist nicht möglich. Also mit Glück, wenn der Gegner halt mal nicht Dings einsetzt, dann ist es möglich. Alter. Ist das ein mieser Fight. Aber wir können uns auch keine Hilfe holen oder Skills upgraden, weil A, sind alle im Dorf aus Stein. Und um jetzt zum Beispiel Ausrüstung zu kaufen, haben wir B, nicht genügend Gold. Da muss man ja 10.000 Stunden farmen für Gold. Das ist einfach nur dumm. Ja, jetzt macht er noch einen Vampirbiss. Ja, du bist lustig. Arschloch. Ja, ja, komm, ich scout ihn nochmal. Wie viel Leben bringen wir ihn? Immer noch 1119. Das kann doch nicht sein. Der heilt sich doch voll. Der heilt sich nicht nur um 1000, der heilt sich voll. Hä? Das geht nicht. Komm, ja, kill uns. Scout. Okay, anscheinend machen wir ihm doch Schaden, aber nicht wirklich sonderlich merkbar. Ja, das geht jetzt einmal 10 Stunden so weiter. 12 Leben. Ja, jetzt sind wir tot. Cool, war spaßig, der Kampf. Ich raff's nicht. Keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.